paar lustige Videos reinziehen, wo wir lachen und uns zurücklehnen und entspannen. Let's go. Und er hat Elektromagier. Elektromagier, Elektro-Dragon, Inferno-Turm. Okay. Der sieht auch wie Max. Ey, der sieht einfach aus wie er. Elektromagier und ein Zap! Der hat noch ein Zap! Let's go. Ich hab absolut nicht verstanden, was da passiert. Hat Max gewonnen oder verloren, Digga? Leute, sendet mir eure Clips über Instagram zu oder kommt auf meinem Discord-Server. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Okay. Viel Spaß mit dem Video. Ist es eine Sünde, meine Oma im Darknet zu verkaufen? Nein. Ja, Mann. Ja, Menschenhandel ist nicht nur eine Sünde, sondern auch eine schwere Straftat. Ach so, okay. Hört auf, euch wie ein Arschloch zu verhalten, nur weil ihr mit euren Freunden chillt. Ich habe eigentlich gar nichts dazu zu sagen, aber schaut mal, wie witzig es aussieht, wenn man sich so dreht auf dem Stuhl. Hat er recht, hat er absolut recht. Ihr denkt, ich habe mein Bum-Bum-Eis aufgegessen, ne? Nein, es ist so warm, dass es direkt am Stiel geschmolzen ist. Digga, chillig, 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 das gibt mir Gigant-Vibes. Sagt eurem Hund, dass ihr ihn lieb habt und filmt die Reaktion. Hallo. Hallo. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Voll süß. Moment mal, das ist nicht ihr Hund. Bell mal. Mach mal hu. Hast du was gefangen, Bruder? Ja, Bruder, ja, guck mal. Alter. Böse, Digga. Ui, guck mal. Direkt den Bauch aufschneiden. Habt ihr schon mal so einen schönen Fisch gesehen? Was reimt sich auf? Ich hab in meinem Leben schon viel erlebt. Nein! Nein! Ich hab Cristiano Ronaldo in Russland eingeklebt! Och nein, Digga. Och nein. Ey, wieso hast du einen Bart? Wieso hast du keinen Bart? Wie könnt ihr mich denn so zerstören? Ui, guck mal die Cam. No front. Woher der Hype? Willst du? Oh, ich hab's wirklich im Mund genommen. Warum? Wegen Achseln? Kormos, dankeschön, Bro. Kuss. Wegen Achseln ist halt ein Girl. Sascha. Okay. You know. Digga, ich glaube, ich werde auch einfach ein Girl. Ich glaube, ich werde einfach ein Girl, Digga. So entspannt. Ich habe nicht so schöne Achseln. Es ist reingefallen, weil ich das zwischen den Nägeln hatte. Ew. Was heißt nochmal warm überhaupt? Ich hab das vergessen gerade. Warm? Weiß nicht, was heißt denn warm jetzt gerade nochmal auf Englisch? Digga, wie lange braucht dieser alte Opa, um den Chat auszuwerten? What the fuck? Nee, heißt es auch warm? Ich weiß. Fabio, was heißt denn auf Englisch warm? Oh, warm auch, ja? Ich war mir gar nicht sicher. Digga. Digga, Junge. Water. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wasser! Lehrer, warum warst du auf der Pause? Ich bin jetzt wieder drauf. Only one in the night when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Ist doch überschön, Digga. Also, Digga, wenn die Jungs singen, wenn ich am Scheißen bin, ich würde mich so wohlfühlen. Jungs, was geht ab? Seid ihr ready, richtig loszuzocken, Junge? Wollt ihr richtig zocken jetzt? Normal, Junge, komm. Okay, let's go. 20 Minuten später. Ich gehe offline. Puh. Oh, Jungs, ist schon ordentlich spät geworden, ne? Ich mach mich mal dann auch für Socken. Haut rein, ne? Du bist doch gerade erst online gekommen. Ciao. Wie leer fühlen Sie sich? Immer diese Scheißfragen. Ja, leer. Ja, also, das ist ja Ihr Job, ja? Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Ist das ein Selfie-Stick? Ja.
sind verboten, ja. Das ist hier. Das ist ein Selfie-Stick. Ja? Ja. Ich habe jetzt gerade gekauft. Der Selfie-Stick kann gleichzeitig auch als Waffe benutzt werden. Und das können wir leider nicht dulden. Ja? Ja. Hat mir ja nicht gesagt. Ich sag's jetzt. Ja. Digga, Mann, der zieht's auch zu gut durch. Ich mach das. Dieser Selfie-Stick. Ja. Der ist gefährlich. Das weiß ich nicht. Die Leute hier fühlen sich bedroht. Glaub, was du sagst. Aber dennoch müssen wir leider eine Anzeige, schreiben. Kann ich zurück jetzt? Es gibt kein Zurück mehr. Das? Das ist eine Waffe, ja. Waffe? Du läufst mit einer Waffe hier rum und wir müssen leider eine Anzeige schreiben. Okay? Wir müssen Anzeige machen, kein Problem, aber... Nächstes Mal wissen wir. Nichts gegen dich, aber Anzeige muss sein. Ich habe das gesehen und ich habe, was kostet, hat mir gesagt 10 Euro. Jetzt gerade, kann sie vorbeikommen und dann gucken, hier ist. Tut mir leid. Kann man nichts machen. I ain't got no food, bro. Yo, who the fuck put Michael Jackson in the freezer? Digga, einfach Umatras Stimme, Junge. Ihr wollt euer Fernseher auch zum Muslim machen? Dann macht mir nach. Bitte? Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Auf Arabisch. Auf Arabisch heißt das Ashhadu an la ilaha illallah. Where the sky meets the sea. Du musst so nach Hause, Schatz. Chat, manchmal denke ich, wir kriegen nichts noch cringer hin, aber dann wird's immer schlimmer. Super. Nein, Leute, das war kein... Bro, Slavik, was hat er sich da reinrasiert? Das war so theoretisch gesehen. Was, Pisse? Geh so nach Hause, Schatz. Mann, Leute, das war jetzt aus Versehen, ja? Das war jetzt. Hast du Schatz gesagt? Ja, weil ich hab... Oh, war ja. Hast du Schatz? Oh, war ja, Slavik. Schwör! Warte mal, nein! Schwör! Der Bruder trainiert mies, Alter. Brutal. Bodybuilder, sein Vater. Digga, what the fuck? Lulu. Einmal Fenster treffen. Da wird doch nichts passieren, Digga. Das ist doch nicht so stark, oder? Puh! Na super, Digga. Der kommt nicht mehr auf mobile.de. Ist auch für mich das erste Mal, dass ich das hier probiere. Oha, man kann hier sogar... Oha, Digga. Bruder, da sehe ich mich aber anders drin, ne? Digga. Imagine, du machst eine App für Kinder. Das erste, was es gibt, ist das... Oha, Jackie. Was denn? Schreiben Sie doch mal. Schreien Sie mich nicht immer so an. Ja, Sie hören ja nichts. Ja, ich muss auch arbeiten. Ich setze mich hier nicht hin und... Sagen Sie ruhig, was Sie gemacht hätten. Ja, das weiß ich nicht. Aber ich war auch nicht so ein Jähzorn. Aber ich will nicht unseren Zuschauern vermitteln, was Sie gemacht hätten. Die zwei, Digga. Ja? Ich kann es nicht ändern. Im Gegensatz zu Ihnen bin ich ja nicht rechthaberig und zickig. Und ich versuche es Ihnen nochmal zu erklären. Es gibt so geil, wenn die immer Beef gehabt Menschen, haben. Günther Netzer, die kaufen sich teure Autos oder leisten sich mal so einen richtig teuren Friseur. Autos haben sie und sie gehen aber mehr auf die TV-Rechte, wenn ich das richtig verstanden habe. So ein dummes Zeug, was Sie da wieder erzählen. Sie haben auch die... So ein dummes Zeug, was Sie da wieder erzählen. Die Spieler der Färöer gesehen, haben Sie auch festgestellt, dass die dieses ja, selbstbewusste Siegerlächeln in meinem Gesicht tragen im Hotel? Nee, ich habe festgestellt, dass Sie eigentlich so Milchgesichter haben wie Sie. Sie sind doch auch der Experte für Chile, das weiß ich doch. Sie haben doch schon mal gegen Chile gespielt. Ja, da bin ich vom Platz geflogen. Ach. Das freut Sie jetzt, ja, ne? Weil ich auch hoffe, ja, oder dass Sie, wir noch eine spannende zweite Halbzeit sehen, da Sie das nicht hoffen, ganz offensichtlich. Sie sind der Experte, Betonung liegt auf Ex. Ich will gar nichts. Und nehmen Sie schon. Junge, what the fuck? Digga.
Das ist aus Wolle. Das ist aus Wolle. Ein Kuschelnetzer von Margit Gobin aus Schwerin. Ja. Ja. Es ist wunderschön. Ich freue mich wahnsinnig darüber. Vielen, vielen Dank. Ich auch, weil der ist viel verträglicher als ich. Und spielte darauf brünstig und taufte diesen Knaben zum Flötenmann.